Hallo im Küchengarten. Wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, ich bin Katharina. Wenn ihr schon länger mit dabei seid, super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Anfang März und da gibt es wirklich ein paar super spannende Sachen zu tun, wenn die Natur jetzt so langsam erwacht. Und ich muss sagen, wir haben hier bei mir im Küchengarten also ein wahnsinnig mildes Wetter, zum Beispiel heute Anfang März haben wir 17 Grad. Da zieht es mich natürlich nach draußen und auch die Pflanzen fangen richtig an Gas zu geben. Und ihr fragt euch vielleicht, was ist in dieser Kiste? Das ist mein erstes Projekt mit euch gemeinsam heute. Die habe ich aus dem Keller geholt. Vielleicht haben die einen oder anderen meiner treuen Zuschauer ein bisschen eine Ahnung. Ja. Es sind die Geranien, Pelargonien, die ich im letzten Herbst eingewintert habe. Und jetzt schauen wir mal nach, wie es ihnen geht und wir holen sie gemeinsam aus dem Winterschlaf. So schauen die guten Stücke aus. Trocken, kein Schimmel, keine Fäulnis, vertrocknete Blätter sogar teilweise noch dran. Oh, schaut mal hier. Da beginnt sogar schon der ein oder andere Austrieb, zeigt mir auch, es ist höchste Zeit. So, und zwar möchte ich die Pelargonien gleich hier in diese Blumenkiste pflanzen, die ich dann hier am Fensterbrett aufstellen werde. Natürlich stelle ich sie noch nicht gleich nach draußen, weil jetzt ist es noch viel zu kalt. Die lasse ich drinnen in meinem Anzuchtzimmer erstmal wachsen und sich erholen. Aber ich mache sie gleich hier rein. Dann habe ich nämlich nachher eine Ruhe und kann sie einfach hinausstellen. Hier habe ich so Terrakotta-Tonscherben, die gebe ich hier über die Löcher, damit die nicht verstopfen. Und dann habe ich hier in dieser Kiste recht gute Erde drinnen. Die habe ich nämlich immer wieder mit Pferdemist und Wurmhumus aufgebessert. Und letztes Jahr habe ich da drinnen nicht so wirklich eine erfolgreiche Kultur gehabt. Das heißt, die Nährstoffe sind da drinnen noch richtig gut. Und die verwende ich jetzt, um diese Blumenkiste voll zu machen. Was ich auch noch mache, ist unter das Ganze etwas Perlite drunter mischen, damit sie etwas durchlässiger ist und nicht so stark verschlammt. Jetzt habe ich hier meine Pelargonien. Die schaue ich mir jetzt eine nach der anderen an. Und wenn ich irgendeinen Ast habe, der entweder tot ausschaut oder mir zu lang ist, schneide ich den noch zurück. Dann entferne ich noch überall die vertrockneten Blätter. Aus denen wird nichts mehr. Ich möchte Neuaustrieb. Ich teste auch hier die Äste. Und wenn ich spüre, dass die hohl sind, wie bei diesem zum Beispiel, dann weiß ich, da ist kein Leben mehr drinnen und schneide es dann bis in das Grüne zurück. Hier weiß ich, es ist Leben, man sieht doch, er ist hart und fest und hier ist ja schon der Neuaustrieb. Oh ja, hier jetzt. Den werde ich auch ein bisschen zurücknehmen, damit er buschiger austreibt. Schaut, wie schön. Von hier wird neues Leben kommen. Das Ganze steht jetzt hier unter meinem Anzuchttisch am Fenster. Immer schön gießen, feucht halten, sonnig stellen und dann schauen, was passiert. Zwei haben es auch noch in Töpfe geschafft. Das sind diese Duftpelargonien. Die riechen herrlich nach Zitrone. Die schauen wirklich etwas arm aus. Da hoffe ich, dass was draus wird. Die möchte ich mir fürs nächste Jahr dann auch noch vermehren. Die sind so schön und duften so herrlich. Weiter geht's mit Aussaat. Und zwar mache ich, also weil es so mild ist, ich habe schon ganz viele Sachen draußen im Gewächshaus,
neben den Zwiebeln auch noch die Kohlgewächse. Und da habe ich mir jetzt auch Sachen ausgesucht, die ich nachher auch ins Gewächshaus geben kann. Und zwar Blumenkohl, die Neckarperle, Mangold und zwei verschiedene Arten von roten Rüben. Das ist eine weiße und eine goldene. Werden wie gehabt wieder hier im Haus zum Keimen gebracht und dann so schnell wie möglich raus ins Gewächshaus. Mit meinen überwinternden Paprikas bin ich sehr zufrieden. Schaut mal, wie schön die sind. Und sie haben jetzt angefangen, permanent Blüten auszubilden. Die Blätter zeigen auch schon ein bisschen einen Nährstoffmangel, obwohl ich an der Oberfläche mit Wurmkompost noch nachgedüngt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, sie umzutopfen. Hier habe ich schön große Töpfe und hier schön fette, reichhaltige, nährstoffreiche Erde. Oh ja, schaut euch das an. Wunderbar, schaut euch dieses Wurzelwerk an. Wow, oder? Jö, ja, die brauchen wirklich jetzt mehr Platz. Herrlich, also das wird jetzt super. Jetzt sind wir wieder herinnen in meiner Anzuchtstation. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt haben sie richtig Platz, um Gas zu geben. Das war absolut nötig. Update zu meinen Fleischtomaten aus meinem letzten Video. Schaut euch mal an. Da ist was gekeimt in so kurzer Zeit. Genial, oder? Jetzt habe ich schon mal einiges erledigt. Für die nächste große, aufregende Sache muss ich allerdings nach Deutschland fahren. Und zwar hat der liebe Jonas vom YouTube-Kanal Natürlich Sorn mir die Gemüsezwiebel, die Steckzwiebeln für das Gemüsezwiebel-Experiment zugeschickt. Und ich habe in Deutschland einen Paketservice, eine Adresse, damit man mir nichts in die Schweiz schicken muss, denn da sind die Versandkosten doch teilweise ziemlich unverschämt. Das Paket war da. Weiter kann es gehen mit dem Zwiebelexperiment 2024. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause und dann zeige ich euch, was in dem Paket drinnen ist. Zurück aus Deutschland mit dem Paket. Jetzt schauen wir gleich mal gemeinsam hinein, wie die Steckzwiebel denn ausschauen. Haben wir die guten Stücke. Da haben wir die Exhibition. Eine Kelsey. Da bin ich mir nicht sicher. Hier unten ist sie allerdings wieder etwas fester. Ich werde es versuchen. Und der Ilsa Craig, die sind sehr schön. Ich werde mich einfach um die Kelsey besonders gut kümmern und ihr den schönsten Platz in meinem Küchengarten geben. Ich weiß auch schon wo. In den nächsten Tagen bereite ich die Beete vor und dann gibt es ein Update in meinem nächsten Video, wie es mit den Gemüsezwiebeln weitergeht. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert doch gerne den Kanal und bleibt dran, wenn ihr Updates zu all den verschiedenen Kulturen und Projekten wollt, die ich euch hier gezeigt habe. Es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Wenn es das Wetter zulässt, geht doch auch hinaus in den Garten und werdet aktiv. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!